Jeder Junge will gewinnen. Jeder Junge will gewinnen. Wenn die dann spielen, 3 gegen 3, dann weiß jeder, ob er gewonnen hat oder ob er verloren hat, ob er ein Tor geschossen hat oder ob er kein Tor geschossen hat. Und ich verstehe das überhaupt nicht. Ich habe eine Anekdote. Ich habe einen Spieler beobachtet und habe vorher mit dem Vater des Spielers gesprochen. Und er hat mir dann gesagt, ja, wenn die heute gewinnen, bleiben sie auf jeden Fall Tabellenführer. Und dann spielen die und der Junge fummelt zweimal, verliert den Ball und der Trainer schreit, spiel den Ball ab, spiel den Ball ab. Also fummeln gleich dribbeln. Ja, ja, früher hieß das fummeln, heute ist dribbeln, aber ist das Gleiche. Aber nicht, dass es da irgendwie Missverständnisse zu Hause gibt. Nein. Ja. Jeder sollte wissen, dass fummeln auch dribbeln nicht. Mhm. Ne? Auf jeden Fall habe ich den hintergesprochen und habe ihn gefragt, ob er Karl-Heinz, wie alt er ist, auch der 47. Ja, ich sage, kennst du Karl-Heinz Rummenigge, ja? Dann sage ich, stell dir mal vor, der Trainer in Lippstadt hätte dem Karl-Heinz Rummenigge das Fummeln verboten oder das Dribbeln verboten, ob der dann Weltklasse geworden wäre. Mhm. Hat er mir keine Antwort drauf gegeben. Es geht nur darum, dass Dribbeln das Schwierigste ist. Und die Kinder haben unglaublich viele Ballkontakte, wenn sie auf kleinem Feld 3 gegen 3 spielen. Und wir wollen den Straßenfußballer haben. Wir wollen ausbilden, dass wir wieder Dribbler haben, dass wir Zweikämpfer haben. Und das ist ja in dem kleinen Feld ist das ja optimal. Und wir erkennen dann auch, weil die ja sehr gefordert sind, die Belastung für die Kinder ist ja hoch. Die müssen antreten, abbrechen, verteidigen, schießen und so weiter und so fort. Und dann erkennen wir auch ganz einfach, wenn einer auf einmal müde wird, der kann gar nicht mehr hinterherlaufen. Mhm. Also es ist unabdingbar, dass wir in den kleinen Kindern, Fußball, dass wir in kleinen Spielformen trainieren. Weil Talente auch viel eher gesehen werden. Weil die werden besser ausgebildet, die haben viel, viel mehr Spaß, die haben ja Erfolgserlebnisse, wenn sie Tore schießen oder Tore verhindern. Das ist die dagegen sind, die haben ja noch nie mit Kindern gearbeitet. Aber morgen bin ich wieder in Unterhaching. Und arbeite mit den Elfjährigen. Ich habe Unterhaching gegen 60 angeguckt, die Elfjährigen. Ich habe die U19 geguckt, bei München gegen 60. Ich bin immer unterwegs, gucke das und ich freue mich, wenn ich die Kinder Fußball spielen sehe. Und da war nicht so einfach, auch in Unterhaching dahin zu kommen. Ich habe mit Manni gesprochen, ich sage, Manni, pass auf, so und so ist das. Guckt euch den Film an und ich bin da und helfe euch. Und dann haben immer noch Trainer 8 gegen 8 gespielt. Dann sage ich, Junge, das ist doch nicht dein Ernst. Ne? Du musst 4 gegen 4 spielen. Da haben die doch viel häufiger den Ball, sind viel mehr belastet und haben viel mehr Freude und viel mehr Spaß. Ne? Und dann wollen die mir das erklären mit ihren Tafeln. Ich sage, hau ab mit den Tafeln, das interessiert mich überhaupt nicht. Mich interessiert das nicht. Aber ich sage, hast du Bundesliga gespielt? Nee. Ich sage, hast du Bundesliga trainiert? Nee. Hast du Zweite Liga trainiert? Nee. Hast du A-Jung trainiert? Hast du B-Jung trainiert? Nee. Ich sage, ich habe alles trainiert. Aber du bist 20 Jahre, spielst irgendwo in der Bezirksliga, aber weißt das besser als ich. Ne? Also Sie merken, liebe Zuschauer, Hermann Gerland ist immer noch mit viel Leidenschaft dabei, wenn es um die Ausbildung junger Fußballspieler geht. Aber das, woran sich ja viele Kritiker auch tatsächlich aufhängen, ist, dass der Wettbewerbsgedanke verloren geht. Es gibt keine Ergebnisse, es gibt keine Tabellen mehr. Da frage ich mich, ist das tatsächlich ein Thema der Spieler? Ist es vielleicht auch eher gelernt? Oder sind es auch die Eltern, die Tabellen wollen, die Ergebnisse wollen, die Leistung auch auf solchen schwarz auf weiß sehen wollen, sozusagen. Das ist auch ein großes Problem, ja. Die Eltern. Ja, speziell die Väter, die dann ihren Traum, was sie nicht geschafft haben, dann auf das Kind projizieren. Und der Junge soll dann möglichst in die Bundesliga kommen. Und das ist ein großes Problem, weil die Kinder sollen einfach Spaß haben. Ja. Ich war ja in Georgien mit Hermann Gerland zusammengesessen und er hat es mir erklärt, das macht total Sinn. Weil halt jedes Kind auch zum Einsatz kommt. Du hast ja normale Mannschaft, dann die Guten fangen an und die Schlechten sitzen draußen. Und dann gibt es ja die richtig Schlechten, die dann gar nicht zum Einsatz kommen, sind aber in jedem Training da. Und so kommt eben jedes Kind zum Einsatz und hat Spaß und Freude an der ganzen Geschichte. Und die Eltern müssen eben verstehen, dass das nicht darum geht, dass jeder Bundesligaspieler wird, weil es werden halt nur 2% aller Kinder kommen in den Profibereich, der Rest schafft es nicht, sondern es geht doch viel mehr um diesen Sport, um diese Leidenschaft, was wir alle haben, diese Freude, da auf dem Platz zu stehen mit seinen Freunden, mit seinen Kumpels. Und da sollten die Eltern etwas relaxter werden. Würde das in jungen Fußballern so viel ausmachen, wenn Ergebnisse und Tabellen wegfallen? Herr Gerland? Überhaupt nichts macht aus. Aber die wissen doch, dass sie gewonnen haben.
Die Kinder, die wissen doch, wir haben das Spiel, wenn die 3 gegen 3 spielen, 5 Minuten oder 3 Minuten, dann wissen die doch, wie das Ergebnis ist. Dann war wunderbar, ich habe gewonnen. Also das Erfolgsprinzip bleibt weiter erhalten. Und jetzt muss man mal sagen, Jamal Musiala wurde in England ausgebildet. Da wird das schon seit Jahren praktiziert. Und auch der sagt, es hat gut getan, nicht andauernd mit diesem Druck auferlegt zu werden, wie Ergebnissen und Tabellen. Also der ist auch ein klarer Befürworter dieser Jugendfußballreform. Was der Thomas Schneider in dem Beitrag auch angesprochen hat, ist, dass Weitschüsse ja mehr oder weniger wegfallen. Weil es gibt diese 6-Meter-Linie vor dem Tor. Torwartspiel findet gar nicht statt. Sind das angemessene Argumente aus Ihrer Sicht, Herr Gerland? So, bis zwischen 6 und 8 oder 9 Jahren ist das doch. Danach kommen nur die Töter auch ins Spiel. Und wenn wir hinterher kleine Spielformen machen mit den 11- und 12-Jährigen, dann natürlich sind ja Töter dabei. Ne? Das ist einfach, ja, also unglaublich. Auch die Töter, wenn die so kleine Felder, die kriegen ja auch viel mehr zu tun. Wenn ich 3 gegen 3 spiele auf kleinem Feld oder 4 gegen 4 auf kleinem Feld oder 4 gegen 4 mit, hast ja 1000 Möglichkeiten mit Anspielern, außen, hinterm Tor Anspieler und so weiter und so fort. Man hat ja unbegrenzte Möglichkeiten. Und dann, wenn einer ausfällt, ist überhaupt kein Problem. Dann stellst du einen von da nach dahin. Es ist überhaupt kein Problem. Wir müssen die Jungs besser ausbilden. Wir müssen sehen, dass hinterher bei Bayern München und bei Leverkusen, dass da deutsche Spieler sind, die Zuschauer entzücken. Ne? Wir wollen noch Dribbler haben. Aber wenn wir nicht dribbeln oder fangen mit 17 Jahren an zu dribbeln, dann geht das nicht mehr. Ne? Wir wollen noch Kopfballspieler haben. Ne? Dann muss ich auch Köpfen lernen. Wir wollen noch Spieler haben, Außenverteidiger, die sowohl verteidigen können, als auch die flanken können. Und wenn die nicht flanken können, dann nach jedem Training bleibst du dann da, pass auf, Kumpel, so, jetzt bist du 10 vernünftige Flanken rein, gehauen hast und vorne steht einer, der Köpfen spielen muss, dann schickst du den und dann flankt er und dann von der anderen Seite genau das Gleiche und dann haben wir doch ein wunderbares Training. Ja, wir müssen die Fähigkeiten des Einzelnen müssen wir schulen und ohne Fleiß keinen Preis. Das ist einfach so. Und Übung macht den Meister. Ist so, wenn wir 2 gleich talentierte Schüler haben, der eine geht 2-mal in die Schule und der eine geht 5-mal in die Schule, wer macht ein besseres Abitur? Der öfter zur Schule geht. So, ja, aber das ist so nichts anderes. Ich werde verrückt, wenn ich das alle höre. Dann denke ich, die haben noch nie ein Spiel gesehen von den 11-Jährigen und von den Kleinen. Und ich bin dabei gewesen und ich habe geguckt und ich habe 3 gegen 3 gesehen in Unterhaching. Mein Herz hat gelacht. Ich bin nach Hause gefahren und habe gesagt, endlich. Ja. Die Kleinen, die dribbeln auf einmal und die schießen Tore.